Das ist die Scheiße, wenn man mit einer HD-Kamera aufnimmt, ja? Super rote Augen würde man sonst nie sehen, so ein Mist. Ja, hallo Leute, ich bin Jens von den Tech-Profis und heute mache ich mal ein Video der etwas anderen Art, ja? Und die meisten von euch wissen ja schon, dass Tim und ich ziemlich große Apple-Freunde sind. Die ein oder anderen würden uns eventuell auch als Apple-Fanboys bezeichnen, wenn man das denn so nennen kann. Doch heute will ich, anders als sonst, nicht über die Produkte dieser besagten Firma reden, sondern über die Firma selber mit euch. Denn es ist nicht alles Gold, was glänzt, bekanntlicherweise, und ich wollte mal meine kurze kritische Meinung über die Firma Apple selber loswerden und euch auch gerne dazu animieren, in den Kommentaren eure Meinung dazu loszuwerden. Das würde mich super interessieren. Also fangen wir einfach mal an. Also spätestens, wo ich gesagt habe, dass wir uns kritisch der Firma Apple widmen werden, haben wahrscheinlich schon die ersten Apple-Hater den grünen Daumen nach oben geklickt. Darüber freuen wir uns natürlich auch immer. Aber ich glaube, ihr habt das ein bisschen zu früh gemacht, also wartet nochmal ab. Meiner Meinung nach wissen viele Leute da draußen noch gar nicht, wie groß Apple mittlerweile ist und was für eine große Rolle Apple in der Computerindustrie wirklich spielt. Für viele ist Apple immer noch die kleine Firma mit überteuerten Notebooks, mit überteuerten Rechnern, mit überteuerten Smartphones für Leute, die das nötige Kleingeld haben. Doch dem ist schon lange nicht mehr so. Denn besonders im Vergleich mit anderen Unternehmen, was das Barvermögen oder den Umsatz betrifft, braucht sich Apple lange, lange, lange nicht mehr zu verstecken, denn sie ist den meisten Firmen sogar um Längen überlegen. Ihr mögt jetzt vielleicht sagen, dass das Ganze doch ziemlich positiv klingt und was daran denn schlecht sein kann. Doch lasst es doch einmal kurz auf euch wirken und ich gebe euch mal so ein bisschen Anreiz zum selber nachdenken. Überlegt doch mal, der Haken ist folgender. Apple hat im Moment ein Barvermögen circa von 76 Milliarden US-Dollar. Ja, 76 Milliarden US-Dollar, das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Stellt euch mal vor, was Apple damit für crazy Sachen anstellen könnte. Sie könnten einfach so, rein hypothetisch natürlich gesehen, Sony Ericsson, Motorola, LG, RIM und Nokia und HTC aufkaufen. Ja, die wären dann einfach von der Bildfläche verschwunden. Dem einen oder anderen würde so eine Welt ohne andere Smartphones wahrscheinlich ziemlich gut gefallen, doch überlegt doch mal, lasst euch das mal auf euch wirken. Was bedeutet das denn jetzt letztendlich? Ganz ehrlich, es ist doch der Wettbewerb mit anderen Firmen, der gute Produkte, der innovative Produkte hervorbringt. Wenn es gar keine anderen Wettbewerber mehr gibt, beziehungsweise nur noch weniger, dann gibt es auch keinen Wettbewerb mehr. Bleiben dann eventuell auch die neuen innovativen Produkte auf der Strecke? Ich möchte sagen oder mich so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich meine, solange Steve Jobs an der Spitze dieser Firma steht, wird dies niemals passieren. Denn einer seiner Grundsätze ist ja gerade, die besten Produkte auf den Markt zu bringen, die innovativ sind und kreativ und wirklich immer wieder etwas Neues und neue Märkte zu erschließen. Doch die Zeiten eines Steve Jobs sind auch gezählt, er wird auch nicht für immer in der Firma bleiben. Und Nachfolger ist immer noch fraglich. Wer soll es werden? Wer kann so etwas übernehmen und wer kann es im Sinne von Steve Jobs weiterführen? Was mit so viel Barvermögen dann angestellt werden könnte, ja, da kann man nur spekulieren und man kann nur das Beste hoffen. Wie gesagt, es gab Zeiten, da stand Microsoft genauso da wie Apple jetzt und ihr wisst ja, was aus Microsoft mittlerweile geworden ist. Ich möchte nicht sagen, dass Microsoft jetzt keine Rolle mehr spielt oder so, das wäre völlig übertrieben, denn Microsoft ist vom Umsatz her Apple in manchen Quartalen überlegen, also sogar auch deutlich überlegen. Jetzt in den letzten war es anders, da waren die ersten Quartale, wo Apple mehr Umsatz als Microsoft gemacht hat. Aber trotzdem, wenn man sich zum Beispiel den Handymarkt anguckt mit dem Windows Phone 7, das ist noch ein ganz kleiner Sektor und darüber werden kaum Einnahmen generiert bei Microsoft. Das meiste wird immer noch über Software gemacht und tja, wie lange sich das noch halten wird, ist auch eine Frage. Nun ja, das soll es eigentlich gewesen sein mit meiner kleinen Betrachtung der Firma Apple und ich würde mich sehr über eure Kommentare freuen, die ihr jetzt gerne loswerden könnt. Ich werde auf die ersten 100 Kommentare antworten, also ich werde hier sitzen und die dann für euch beantworten, live. Also man sieht sich in den Kommentaren und bis dahin macht's gut, Leute. Ich bin Jens von den Tech-Profis und ich bin raus. Ciao.